Hallo Freunde und willkommen zur neuesten Kanal-News von Yabu LP, also mit mir, und Cheffy ist heute nicht dabei, aber Yabu LP News heute wieder mit ein paar Ergänzungen, Fakten, Erklärungen und was weiß ich nicht. Es wird nur so ein kurzer eine kurze Rundumschau. Und zwar gibt es Folgendes zu berichten. Ich möchte mal den Upload-Plan mit euch durchgehen, den wir momentan so ein bisschen mehr auf pausiert gestellt haben, so wie da ja alles eingetragen ist. Da steht ja fast bei allem unregelmäßig oder pausiert. Dazu wollte ich noch ein bisschen was sagen. Und zwar angefangen mit Asterix and Friends. Wer von euch Asterix and Friends geguckt hat, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Ich habe dieses Kontrollbesuch-Update 3 soweit abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr zum Aufnehmen gekommen bin und dann irgendwann die Quests einfach alleine gelöst habe, alleine erledigt habe, Stück für Stück das abgearbeitet, weil ich einfach wirklich nur noch abends um 11 Uhr oder so habe ich kurz einmal Asterix and Friends angemacht, eben ein bisschen Geld gesammelt, Nahrung aufgehoben, ein bisschen was abgebaut und habe dann wieder ausgemacht. Das war eine Sache von 10 Minuten. Und das, da hatte ich auch nicht wirklich Lust drauf, das immer wieder aufzunehmen und zu zeigen und was weiß ich nicht. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen doof. Da warte ich also im Prinzip jetzt auf das nächste Update, dass ich dann eventuell wieder ein bisschen was zeigen kann. Ansonsten das erstmal unregelmäßig bzw. pausiert. Let's Play Minecraft ist noch immer pausiert wegen der defekten Grafikkarte, genauso wie Let's Play The Sims 3, das ist ja alles von Steffi, das geht einfach momentan leider nicht, weil ihre Grafikkarte immer noch nicht zurück ist, genau so sieht es leider aus. Dann geht's weiter mit Let's Play The Witcher und da gibt es im Prinzip jetzt schon die erste, ich sag mal, Ankündigung, und zwar am 30. August, also am Freitag, ist die letzte The Witcher Folge, also da ist das große Finale von The Witcher 1 und damit wird im Prinzip auch der Countdown reingelegt zu The Witcher 2, welches dann am 4. September, also nächste Woche Mittwoch, am 4. September immer um 14 Uhr erscheinen wird. Genau, soweit der Plan zumindest, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann haben wir noch das Projekt Let's Play Company of Heroes 2, das hatte ich ja mal eine Zeit lang gespielt, das will ich auch unbedingt noch zu Ende spielen und weitermachen. Allerdings müssen wir da bis Mitte September warten, mindestens bis Mitte September warten, weil dann habe ich eine neue Grafikkarte, mehr Arbeitsspeicher und, dass ich hoffentlich das Ganze aufnehmen kann, ohne diese ganze Nachbearbeitung, denn momentan ist es wirklich so, dass wenn ich eine Stunde lang aufnehme, dann meistens noch zwei oder vielleicht auch zweieinhalb Stunden danach sitze und noch nachbearbeiten muss, die Tondatei über die Bilddatei schieben, weil sich das alles asynchron verhält und das ist so nervig, da habe ich einfach irgendwann keine Lust mehr. Wer sich die letzte Mission angeguckt hat, der wird wissen, was ich meine. Da war ja teilweise eine Verzögerung von über 60 Sekunden drin, einfach, keine Ahnung, am Ende war ja alles wieder richtig, aber ich weiß nicht, wo da dieser Fehler herkommt. Ich hoffe, dass sich das dadurch dann löst. Dann haben wir noch Let's Play Die Siedler 1. Wer von euch das nur nebenbei mal so verfolgt und die neuesten Folgen vielleicht noch gar nicht gesehen hat, da sagen wir ganz klar, dass bei Die Siedler 1 jetzt die Folgen unregelmäßig erscheinen und nicht mehr Montag und Mittwoch oder Montag und Freitag, sondern wir sagen jetzt einfach, wenn wir eine Folge haben, dann hauen wir sie raus, wenn nicht, dann nicht. Das Ganze sieht momentan so aus, als wenn so alle 4 bis 7 Tage so eine Folge erscheinen wird, solange wir eben das auch so hinkriegen. Ansonsten, ja, kommt halt immer mal wieder um 16 Uhr eine Folge, Die Siedler 1. Ich muss mal gerade was trinken, bekommen. Ich habe schon eine Aufnahme machen müssen, die leider irgendwie nicht funktioniert hat, weil die Webcam gesagt hat, ich nehme nicht auf. Keine Ahnung warum. Genau, Botanicula, 18 Uhr läuft so weiter wie bisher. Denke ich mal, ich kann da nur so reden, wie ich das jetzt momentan gehört habe. Keine Ahnung, was da Steffi sonst noch hat. Jetzt kommen wir noch zum letzten, und zwar ist das Cube World. Das Ganze haben wir bis heute, also Montag, 26. August, gespielt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt erstmal eine Pause einlegen werden, David und ich, denn wir warten auf ein neues Update. Solange da kein Update kommt, macht das Spiel einfach keinen Spaß mehr. Wir haben dann noch so ein bisschen gelevelt, damit wir irgendwie noch was machen können, aber ja, irgendwie ist das, es schlaucht momentan, einfach nur rumlaufen, kloppen, dann kriegt man keine Quests, man hat keine Story, man hat eigentlich gar nichts. Die Charaktere sind soweit eigentlich durchgeskillt, man hat nur diese drei Fähigkeiten, wir warten auf einen neuen Talentbaum, neue Klassen, neue Rassen, irgendwie sowas, dass man irgendwas Neues zeigen kann, was einfach momentan nicht drin ist. Anstelle von Cube World suche ich mir jetzt gleich aber aus der Wunschliste ein Projekt aus, was ich jetzt kurzfristig noch reinplanen werde und hoffentlich dementsprechend auch aufnehmen werde und somit dann, ja,
gucken werde, dass ich da irgendwie sowas dann mache. Ansonsten wäre es das eigentlich mit den Kanal-News und wir sehen uns dann ja in einem der anderen Projekte wieder oder ja, keine Ahnung. Irgendwo werden wir uns auf jeden Fall schon wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Ja, ihr könnt uns schreiben auf Facebook übrigens noch und Skype und all sowas. Und ja, ne, nutzt einfach die Mittel, die gegeben sind. Stehen auch immer unten in der Videobeschreibung unter jedem Video. Und ja, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwas habt. Ansonsten auch in die Wunschliste immer eure Projekte eintragen, damit wir diese auch benutzen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss, macht's gut.